Ihr seid gerade ganz entspannt vor eurem Bildschirm. Super wäre ich auch gerne. Das einzige Problem ist, irgendwas fehlt hier. Ja, yep, Sarah ist nicht da und ich hoffe, sie kommt pünktlich. In der Togo-Show wird es nämlich heute mega. Lisa, die bastelt aus Papier richtige Spiele. Bei Kids Bop in der Dance Academy geht es natürlich mal wieder um die coolsten Tanzschritte, die ihr jederzeit zu Hause nachtanzen könnt. Und unsere Reporterin Flitzi, die trifft Anitza Russo, eine Sängerin aus Berlin, und die beiden machen zusammen Musik. Klingt schon mal sehr, sehr cool, deswegen starten wir jetzt mit der Togo-Show. Und ich suche Sarah. Sarah? Ich weiß, gebe ich zu. Alleine macht es nicht so viel Spaß, aber wir haben Wochenende und Sarah fehlt. Muss sie eigentlich? Ich rufe die mal an. Kann ja nicht sein, die ist nie zu spät. Normalerweise. Wo bist du? Hi Jonas, ich weiß, ich bin spät, aber ich kann es erklären. Also, oh Mann, das wirst du mir niemals glauben. Hä? Sarah? Sarah? Oh Mann. Ich glaube, das kann noch ein bisschen dauern. Das bedeutet aber auch wiederum, dass ich alleine im Studio bin. Endlich! Oh, wow, was ich alles machen kann. So, ich geh mal in den Keller. Ist der tief. Das war lustig. So, was mache ich jetzt eigentlich? Moment, ich habe für den Notfall, für den Fall der Fälle, mir eine Liste angefertigt. Achtung. Tada, das ist sie. Meine heilige Liste mit Dingen, die ich tun werde, wenn Sarah nicht da ist. Und die ist gar nicht so groß. Nur so ein bisschen so. Vielleicht ist sie doch ein bisschen groß. Mit was fange ich denn jetzt eigentlich an? Ganz viele Süßigkeiten essen, Verstecken spielen im Dunkeln. Oh, das ist eine gute Idee. Solange ich überlege, gibt's für euch jetzt erstmal Lisa. Die zeigt euch nämlich, wie ihr aus Papier richtig coole Spiele machen könnt. Vielleicht packe ich die dann auch auf meine Liste. Herzlich willkommen zu Selbstgemacht. Ich bin Lisa und kennt ihr eure Spielsachen auch in- und auswendig und spielt immer das Gleiche? Deswegen basteln wir heute ein neues Spiel und das mit nur einem Blatt Papier. Damit können wir sogar um die Wette fliegen und klettern. Wer sagt denn, dass man auf Papier nur malen kann? Ja, okay. Man kann damit auch werfen. Ja. Fangen wir direkt an mit dieser kleinen Papierfigur. Wie man den Vogel bastelt und wie man damit fliegen kann, das seht ihr jetzt. Ihr nehmt ein normales Blatt Papier und knickt eine Ecke schräg hoch zur langen Papierseite. Schneidet mit der Schere das überstehende Papier ab. Knickt die rechte Ecke hoch zu der Spitze. Das macht ihr auch auf der linken Seite. Jetzt knickt ihr die rechte Spitze schräg nach unten. Wichtig ist, dass der Knick an der äußeren rechten Ecke endet. Das wiederholt ihr natürlich auch auf der linken Seite. Jetzt knickt ihr die erste oberste Spitze nach unten und etwas versetzt auch die zweite. Dreht die Figur um und knickt die rechte Ecke schräg zur Mitte. Und ebenfalls auch nochmal auf der anderen Seite. Wenn ihr es richtig gemacht habt, liegen die Kanten genau aneinander. Eure Figur ist quasi schon fertig. Ja, okay, es fehlt noch etwas Entscheidendes, um den Vogel fliegen zu lassen. Und zwar Schnur. Nehmt euch ein langes Stück, so circa 2 Meter, und knickt es einmal in der Mitte. Dann legt die Schnur in die Knickkanten, bestreicht die oberen Kanten mit Kleber und drückt die Seiten fest. Und vielleicht seht ihr jetzt schon die Vogelform. Mein Vögelchen bekommt natürlich noch einen Schnabel und ich male ihn noch an. Fertig ist der Papiervogel. Ach ja, ich habe euch ja ganz vergessen zu zeigen, wie der Vogel überhaupt fliegen kann. Dazu braucht ihr was Festes in der Wohnung, zum Beispiel eine Türklinke. Ich hänge ihn jetzt aber mal an die Wand. Jetzt zieht ihr einfach den Papiervogel nach unten und dann müsst ihr nur noch rechts und links die Schnüre nach unten ziehen und der Papiervogel bewegt sich nach vorne.
Wenn ihr jetzt um die Wette fliegen wollt, dann achtet darauf, dass ihr beide die gleiche Schnurlänge habt. Ich habe aber auch noch mal ein UFO gebastelt und auch noch einen Käfer. Ihr könnt natürlich eure Papierflieger so anmalen, wie ihr wollt. Und wenn ihr nicht genug Platz zu Hause habt, dann zeige ich euch jetzt noch, wie ihr mit einem Streifen Papier eine kleine Kletterstrecke basteln könnt. Nehmt euch wieder ein Blatt Papier. Ihr markiert euch mit einem Bleistift oben und unten einen Punkt bei 7 cm und verbindet sie mit einem Strich. Den Streifen schneidet ihr jetzt ab. Knickt den Streifen in der Mitte. Dann knickt ihr ihn nochmal längs in der Mitte und faltet ihn wieder auf. Knickt beide oberen Ecken zur Mitte, sodass eine Spitze entsteht. Dann faltet eine Ecke wieder auf und drückt die obere Kante nach innen. Das gleiche macht ihr auch auf der anderen Seite. Die linke Seite knickt ihr nun nach rechts, dreht das Ganze um und knickt nun wieder die linke Seite nach rechts. Dann sollte in der Mitte ein Schlitz entstanden sein. Jetzt schneidet die Spitze mit etwas Abstand von mindestens 1 cm ab. Fertig ist euer Kletterspiel. Wie, fragt ihr euch? Klemmt die Spitze einfach zwischen den Schlitz und wenn ihr jetzt beide Streifen abwechselnd hoch und runter schiebt, klettert das Dreieck nach oben. Verwandelt eure Spitze zum Beispiel in einen Ninjago und markiert euch auf der Kletterstrecke Start und Ziel. Und schon kann das Wettklettern losgehen. Also wenn das nicht einfach ist und ihr braucht nur ein Blatt Papier, ihr könnt aber auch eure Dreiecke in Alvin, Simon und Theodor verwandeln und gegen eure Freunde antreten. Wenn ihr die beiden Papierspiele jetzt nachbasteln wollt, dann braucht ihr Folgendes. Papier in der Farbe eurer Wahl, Bleistift und Radiergummi, Schere und Kleber, ein Lineal, Schnur und Filzstifte zum Anmalen. Eine genaue Anleitung zu den fliegenden und kletternden Papierfiguren findet ihr auch auf togo.de. Dort könnt ihr mir auch Bilder schicken. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Togo Show Kanal abonnieren würdet, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich wünsche euch viel Spaß beim Falten und beim Wettklettern und Wettfliegen. Macht's gut! Ja! Okay, nicht schlecht, Lisa. Ziemlich cool gebastelt. Und was auch sehr cool ist, ist, dass ich endlich mal Zeit habe für mich. Doch nicht? Ja, Sarah? Jonas, du warst gerade weg. Ich wollte dir einfach nur noch sagen, warte auf mich. Ich bin gleich da. Also bitte fang nicht ohne mich an. Ja, das wollte ich eigentlich nur sagen. Bis dann, tschüss. Okay, ganz ehrlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht gleich da sein wird. Ist aber auch gar kein Problem. Das heißt, ich kann jetzt ungestört mir Lisas Bastelvideos angucken. Und das könnt ihr auch. Und zwar hier auf unserem YouTube-Kanal findet ihr verschiedene Videos von Lisa. Da könnt ihr einfach reinklicken, stoppen, wann ihr wollt und ganz entspannt nachbasteln. Und falls ihr jetzt nicht so viel Lust habt auf Basteln, gar kein Problem, macht das einfach später. Denn jetzt kommt Fips und der präsentiert uns die kleinsten und größten Tiere einer Art. Puh, krass. Meine Lieben, bei mir geht es heute um kleine und große Tiere. Und das Verrückte dabei ist, dass alle Tiere, die ich für euch in mühevollster Recherchearbeit herausgefunden habe, trotz ihres Größenunterschieds zu ein und derselben Tierart gehören. Wir legen auch gleich los mit den kleinsten und größten Elefanten. Bei dem hier wart ihr Menschen bei der Namensgebung mal wieder richtig kreativ. Er heißt nämlich Borneo-Zwergelefant. Borneo, weil er auf der Insel Borneo in Asien lebt und Zwerg, weil er im Durchschnitt nur 2,50 Meter groß ist. So ein afrikanischer Elefant wie der hier kann ungefähr 3,20 Meter groß werden. Das ist schon ein ganzes Stück größer. Der größte gemessene afrikanische Elefant war sogar über 4 Meter groß. Ah. Also einen erwachsenen Mann mal zwei und noch zweimal Fips obendrauf. Dann kann ich einem Erwachsenen so richtig auf den Kopf rumtanzen. Ja, so ein Rüssel ist schon extrem praktisch. Damit kommt man ganz einfach an die obersten Blätter dran. Ich brauche sowas für meine Nüsse natürlich nicht. Ich als absoluter Meisterkletterer bin schwuppsdiwupps da oben. Platz 2. Echsen. Die kleinsten Echsen sind Geckos. Da gibt's welche, die nur 8 cm groß werden. Mit der Größe kann man wie der hier auf einem Blütenblatt spazieren gehen.
Die größte Echse dagegen lebt nur auf einigen Inseln von Indonesien. Das ist der Komodo-Varan. Den nennt man auch Komodo-Drache. Feuer spucken kann er aber nicht. Schade eigentlich. Da könnte ich mir ein paar Nüsse rösten. Der kann bis zu 3 Meter groß werden. Hier nochmal im Vergleich ein Gecko. Und ich. Ist ja fast wie die Bremer Stadtmusikanten. Also das war jetzt schon ein mega großer Größenunterschied. Aber es geht noch größer. Nämlich bei den Vögeln. Der kleinste Vogel ist der Kolibri. Da gibt's welche, die nur um die 6 cm groß oder sagen wir lieber klein sind. Wie klein der ist im Vergleich zu den Blumen oder der Hand hier. Kolibris leben vor allem in Südamerika. Und jetzt zeige ich euch, warum Vögel auf Platz 1 gelandet sind. Denn jetzt kommt der größte fliegende Vogel dazu. Nee, wärst du gern kleiner, bist du aber nicht. Sondern der hier, der Wanderalbatros. Der hat eine Körperlänge von 117 cm. Aber richtig riesig wird er, wenn er die Flügel ausbreitet. Von einer Flügelspitze zur anderen sind das über 3,5 Meter. Also zweimal ein erwachsener Mann. Ui, der hebt ja gleich ab. Oder doch nicht? Also ich bin ja eher groß für ein Eichhörnchen. Und das liegt nicht nur daran, dass ich so viele Nüsse esse. Schlaue Eichhörnchen sind eben einfach größer. Ja, ich würde sagen, das war mal wieder verfipst gute Arbeit. Macht's gut, ihr Lieben. Krass, wie groß diese Tiere werden können. Und was auch krass ist, ist meine Liste. Die kann ich nämlich jetzt endlich abhaken. In diesem Sinne, los geht's. Idee 1. Verstecken spielen im Dunkeln. Hallo? Hallo? Irgendwie sucht mich gar keiner. Ich habe mich irgendwie anders vorgestellt. Hallo? Idee 2. Alleine Schere, Stein, Papier spielen. Unentschieden. Unentschieden. Gewonnen! Verloren. Gewonnen! Verloren. Gewonnen! Irgendwie überfordert mich das. Idee 3. Endlich mit Wusel sprechen. Hey Jonas, voll schön, dass du bei mir im Wuselstudio bist. Oh, danke für die Einladung, Wusel. Ja, und du bist viel cooler als Simon. Ich weiß. Ich glaube, ich muss mir noch mal ein paar Gedanken über meine Liste machen. Für euch gibt es jetzt aber erstmal Kids Bop. Die zeigen euch nämlich diese Woche wieder richtig coole Tanzschritte aus ihren Musikvideos, die ihr ganz einfach nachtanzen könnt. So, wo ist meine Liste eigentlich hin? Hallo, ich bin der Moreno. Ich bin von der Band Kids Bop Kids und ich zeige euch heute eine Choreo von Belladonna. Also deine Hände machst du seitlich und winkst dabei und dabei gehst du runter, so, hey. Dann machst du dich gerade, also deine Hände gerade, dann machst du die in deine Brust und deine Hände so und dann machst du 2 Kicks, 1 und 2. Dann streichst du an deinen Händen 1 und 2. Dann machst du deine Hände über Kreuz, über deine Kinn und dann drehst du deine Hand 2 so. Dann gerade und dann machst du einen großen Bogen. Hey Belladonna, du bist für mich wie Sommer. Dein Lächeln ist wie Zauber, so magisch und so traumhaft. Oh, mega, wenn man alleine im Studio ist, da kann man so laut, wie man möchte, Musik hören. Oh, und Folgendes kann man auch machen. Konfetti schmeißen! Skateboard fahren! Und man kann sogar auf dem Sofa springen! Ha, mega! So, jetzt habe ich nur noch ein kleines Problem. Wer putzt hier eigentlich? Ah, ich glaube ich. Uah, Mann. Na gut, solange ich das jetzt hier mal sauber mache, gibt es für euch Flitzi. Die war nämlich unterwegs und hat die Sängerin Anita Russo getroffen. Die schreibt nämlich ihre Songs selbst und deswegen hat sich Flitzi gedacht, na gut, dann produzieren wir halt was zusammen. Und ich leg mal dann los. Das ist voll viel. Einmal im Leben ein eigenes Lied schreiben und Megastar werden. Wie macht man das?
Ich kenne eine Expertin, Anita Russo heißt sie, ist 20 Jahre alt und hat schon 2 eigene Songs geschrieben und die kann mir bestimmt helfen. Ich kann zwar nicht singen, aber Anita kann und jetzt hört ihr mehr von ihr. Viel Spaß. We have to get this done. It's a work away, the game has just begun. Anita Russo ist die Newcomerin der Musikszene und räumt mit ihrem neuesten Song Rebel die Charts ordentlich auf. Ihre Songs produziert sie übrigens selbst. Auf der Gitarre zaubert sie die schönsten Klänge und bei ihrer Stimme schmilzt man dahin. Die Sängerin ist genau die Richtige für mich, um mir die besten Musiktipps abzuholen. Und hier im Tonstudio hat für Anita übrigens alles angefangen. So, und jetzt sind wir hier, wo die ganze Magic passiert. Genau, jetzt gehen wir ins Tonstudio rein, ins Aufnahmestudio. Wow, hier gibt's alles, was sich Musiker wünschen. Und Anita weiß ganz genau, was sie zu tun hat. Da singst du rein. Da rein. You want me like this, you want me like that. Want me to go left, but I won't cause I'm right. I'm a rebel. With a cause, with a plan, never make this struggle. Yeah. I'm a rebel. Ich habe die erste Sache an dir schon entdeckt, und zwar deine rosa Schleife. Wo hast du die her? Tatsächlich ist es von einem Geburtstagsgeschenk, von der quasi von der Verpackung. Da hat mir eine Freundin noch so eine Schleife drum gemacht und die habe ich heute Morgen auf meinem Schreibtisch gesehen und dachte so, könnte ich auch in mein Haar machen. Und dann habe ich, genau, mir eine Schleife ins Haar gemacht. Hast du denn ein paar Tipps für die Kids da draußen, wenn die auch gerne singen möchten, Texte schreiben wollen? Was kannst du denen mit auf den Weg geben? Was ich auf dem Weg mitgeben kann, ist, ganz viel Musik zu hören, weil dann wird man einfach total inspiriert und vielleicht fallen einem dann schon Ideen ein. Und eine andere sehr wichtige Sache ist, dass man versucht, noch ein Instrument zu spielen, sei es Gitarre oder Klavier, sodass man sich begleiten kann beim Schreiben und generell beim Musik machen. Früh übt sich, also sehr, sehr früh angefangen, und dann hast du ja auch ganz früh schon angefangen zu schreiben, ne? Mhm. Genau, also mit 4 Jahren habe ich meine erste Gitarre bekommen und dann angefangen, Gitarre zu spielen. Und also wenn ich Songs schreibe, dann mache ich das immer zusammen mit der Gitarre. Also ich spiele auf der Gitarre dann ein paar Noten und Akkorde und schreibe dazu einen Text. Und da habe ich schon in der Grundschule mit angefangen, also mit 7 Jahren. Genau, und als wir dann Englischunterricht hatten in der 3. Klasse, habe ich dann englische Songs geschrieben. So, ich habe mir jetzt gerade ein paar Tipps von dir abgeguckt. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben jetzt einen Togo-Song geschrieben auf die Melodie von Rebel drauf. Wow. Komm, lass mal lossingen. Mal sehen, wie es wird. Alles klar, wollen wir? Ich mag Togo mit den Tipps, mit den Tricks und mit den... Okay, hat schon mal nicht funktioniert. Sehr schwer. Okay. Wir üben? Okay, wir üben's mal. Ich mag Togo mit den Tipps, mit den Tricks und dem Witz in der Show. Ich mag Togo. Ich mag Togo. Da gibt's alles für die Kids in der Wochenendshow. Ich mag Togo. Die Togo-Show macht Fun. 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 Sie macht Spaß. Sehr gut. Okay. Okay, du kannst echt schön singen. Ich halt gar nicht. Also Anita war richtig cool drauf, hat toll gesungen, hat uns gezeigt, wie man Texte schreibt, wie man einen Song produziert. Was will man mehr? Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und vergesst nicht, die Togo-Show macht Fun. Macht alle mit. Die Togo-Show macht Fun. Die Togo-Show macht Fun. Okay, also ich habe schon mal aufgeräumt und ich habe alles vorbereitet für ein entspanntes Filmgucken. Jetzt fehlt nur noch eine Person, und zwar Sarah. Ich rufe sie mal an. Sarah, wo bist du? Oh, das tut mir so leid, aber jetzt bin ich wirklich gleich da, wirklich, versprochen. Und dann kann es sofort losgehen mit der Show. Okay, aber wir sind doch schon mitten in der Show und du wolltest schon längst da sein. Ich meine, ich habe Chips, ich habe Popcorn, ich habe... Und du bist wieder weg. Na toll. Okay, da kann ich mich jetzt aber noch um ein Problem kümmern, und zwar mein Popcorn. Ich habe nämlich keine Schüssel. Ich habe keine Schüssel und ich brauche Hilfe und bräuchte einen schnellen Trick. Trickkiste! Heute wird es richtig cool. Marie und ich machen einen Filmabend. Und dafür haben wir hilfreiche Tricks. Für Popcorn, die Chips.
Und natürlich meinen Favoriten, das Eis. Nur welchen Film sollen wir schauen? Bevor Marie und ich uns streiten, lieber schnell ran an die Trickkiste. Jetzt kann es eigentlich losgehen. Nur irgendetwas fehlt. Popcorn. Und das am liebsten so richtig süß. Marie mag ihr Popcorn eher salzig. Bäh. Oh nein. Und wir haben nur eine Schüssel. Was jetzt? Haha. Anscheinend kein Problem für Supertrickserin Marie. Sie zieht ihren Pullover verkehrt herum an und macht ihre Kapuze zu einer Schüssel. So hat jeder von uns sein eigenes Popcorn. Okay, oder fast. Trickstufe 2, weil wir ein bisschen Dreck machen. Jetzt kann es aber mit dem Film losgehen. Und weil Popcorn ja nicht ausreicht, hat Marie gleich noch eine riesige Tüte Chips mitgebracht. Mega! Zwar haben wir immer noch keine extra Schüssel, dafür aber eine Idee. Ich drücke die Tüte von unten ein und ziehe die Seiten gleichmäßig runter. Die Tüte steht nun von selbst. Freie Hände und kein dreckiges Geschirr. Trickstufe 2. Der Film ist so spannend. Marie und ich sind richtig konzentriert. Wegschauen? Unmöglich. Aber Moment, was ist eigentlich mit unserem Eis? Oh nein, das haben wir total vergessen. Ganz schöne Sauerei. Aber auch dafür haben wir eine Idee. Um tropfendes Eis zu vermeiden, basteln wir einfach einen Tropfschutz. Nehmt ein Muffinförmchen, steckt den Eisstiel mittig durch und fertig. So bleibt deine Hand und das Sofa sauber. Trickstufe 1. Und während wir jetzt den Film zu Ende gucken, euch viel Spaß beim Nachmachen. Das war schon wieder mit der Togo-Show für diese Woche. Stopp. Ich bin da. Puh, bin ich noch rechtzeitig? Nein, du bist zu spät. Wir sind am Ende der Show. Nein, wirklich? Mhm. Oh Mann, Entschuldigung. Mhm. Wir machen das jetzt wie in der Schule. Warum bist du zu spät? Naja, also guck mal, ich wäre eigentlich pünktlich gekommen. Aber dann hat mein Hund meinen Busausweis angefressen und dann konnte ich natürlich so nicht mit dem Bus fahren. Und dann wollte ich zum Bus rennen und das erklären und dann ist so ein LKW vorbeigefahren und hat so voll die Regenpfütze auf mich drauf und dann war ich komplett nass und... Dann warst du nass und dann bist du nicht hierher gekommen. Nein, weil dann musst du erst mal nach Hause mich umziehen. Du bist nach Hause zum Umziehen. Ja. Okay, weißt du was, du darfst jetzt auf jeden Fall schon mal Tschüss sagen und danach reden wir nochmal darüber. Okay, also gut, wir sehen uns nächste Woche wieder und dann hoffentlich pünktlich. Ich sage bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. So, und was ist jetzt passiert? Naja, dann hätte ich es eigentlich immer noch rechtzeitig geschafft. Mhm. Ich wäre nur so 5 Minuten zu spät gewesen. Aber dann war da so eine riesen Herde an Schafen. An Schafen. Und ich konnte nicht durchgehen. Ja, die waren so süß und dann musste ich die streicheln. Eben was? Hast du gestreichelt? Die Schafe. Oh, wow. Togo! Oh, ist das noch Polsterfolie? Nein, noch nicht. Ich bereite ein Spiel für dich vor und dafür brauche ich das, aber du musst dich noch ein bisschen gedulden. Okay, klingt aber schon mal ziemlich gut. Und was auch gut klingt, ist, dass wir mit der Togo-Show der Langeweile wieder gar keine Chance geben. Unsere Reporterin Natalia, die trifft zum Beispiel auf Schauspielerin Jella Hase in Berlin. Und Lisa, die zeigt uns, was man eben aus dieser Luftpolsterfolie alles machen kann. Und zwar, wenn man die nicht mehr braucht. Klingt gut. Und Kids Bob, die nehmen uns mit auf ihren Videodreh von Belladonna und zeigen uns exklusiv, was hinter den Kulissen abgeht. Und das war noch längst nicht alles. Deshalb würde ich sagen, legen wir jetzt los. Drei, zwei, eins, Wochenende! Echt jetzt? Okay, es geht wirklich um Luftpolsterfolie, oder? Hab ich dir doch gesagt. Ja, du hast aber auch gesagt, dass wir ein Spiel spielen werden. Mhm. Also, was für ein Spiel spielen wir? Wie kann ich gewinnen? Was kann man gewinnen? Jonas, halt mal die Luftpolsterfolie an. Genau, das wollte ich sagen. Heute ist Welttag der Luftpolsterfolie. Ist ja krass, was gibt's? Ja, klar. Und deshalb zeigt euch Lisa jetzt, was man aus Luftpolsterfolie, die man nicht mehr braucht und die man ja mengenweise in Kartons hat, alles machen kann. Willkommen zu Selbstgemacht. Ich bin Lisa und liebt ihr es auch, wenn ihr etwas auspackt und es ist in Luftpolsterfolie eingewickelt? Ja, aber man kann auch noch was anderes mit Luftpolsterfolie machen, zum Beispiel Bilder malen. Glaubt ihr nicht? Dann passt mal auf. Oh, ach ja.
Ich habe heute drei verschiedene Ideen dabei, wie ihr mit Luftpolsterfolie kreativ sein könnt. Ihr könntet zum Beispiel die Luftpolsterfolie ausschneiden, anmalen und daraus ein Bild kleben. Das ist nämlich meine erste Idee. Dazu nehmt euch eine Vorlage. Ich habe mir ein Bild von Marina ausgesucht. Und dann könnt ihr einfach die Luftpolsterfolie auf die Vorlage legen. Und dann malt ihr genau das nach, was ihr später auch auf das Bild kleben möchtet. Ich male zum Beispiel die Meerjungfrauenflosse nach. Zum Glück können wir durch die Folie schauen und mit einem Stift direkt an den Linien entlang malen. Schneidet die Flosse aus und malt sie mit einer Farbe an. Ich nehme für die Flosse natürlich grün. Und dazu male ich zuerst die Folie hinten grün an. Und wenn das Ganze getrocknet ist, dann male ich die Luftpolster noch hellgrün an. Die Farbe muss nun auch noch trocknen und in der Zeit schneiden wir unsere Vorlage aus und können sie auf ein Blatt Papier kleben oder einen farbigen Bastelkarton. Und fertig ist auch schon das schöne Luftpolsterfolienbild. Sieht doch toll aus, oder? Ich habe auch noch mal ein anderes Bild gemalt und das Kleid von der Barbie aus Luftpolsterfolie gemacht und ihr auch drei Luftballons gebastelt. Und ich habe auch noch eine weitere Idee und die hat etwas mit dieser Teigrolle zu tun. Die findet ihr auf jeden Fall in der Küche und dann braucht ihr noch ein bisschen Luftpolsterfolie und weiter geht's. Wickelt die Luftpolsterfolie um die Teigrolle und schneidet die Folie dann so zu, dass sie komplett die Rolle bedeckt. Befestigt sie mit etwas Klebeband. Dann nehmt euch etwas Farbe und pinselt die Luftpolsterfolie ein. Ich will eine Unterwasserwelt machen und deswegen nehme ich ein dunkles Blau. Legt euch am besten etwas Papier drunter, da gegebenenfalls etwas Farbe daneben gestempelt wird. Jetzt kann es endlich losgehen. Rollt einfach mit eurem Luftpolster-Farbroller über das Papier. Und sieht doch toll aus, oder? Wenn die Farbe getrocknet ist, dann kannst du die schönste Stelle ausschneiden und noch bekleben. Zum Beispiel mit Marina. Sie lebt ja schließlich im Wasser. Sieht doch cool aus, oder? Ihr könnt aber auch die Luftpolsterfolie als kompletten Hintergrund für euer Bild nehmen und dann einfach eine Figur draufkleben. Da muss man sich nur zusammenreißen, dass man nicht die Luftpolster kaputt drücken will. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, auch mit so einer Folie kreativ zu werden, dann braucht ihr Folgendes. Luftpolsterfolie, einen Stift und eine Schere, Klebeband und Klebestift, eine Vorlage eurer Lieblingsfigur, bunter Bastelkarton, einen Pinsel und Acrylfarben eurer Wahl und eine Teigrolle. Schaut doch gerne mal togo.de vorbei, denn dort findet ihr nämlich eine genaue Bastelanleitung zu den Luftpolsterfolienbildern. Und wenn ihr das nachgemacht habt, dann schickt mir doch auch gerne Fotos von euren Bildern zu. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Togo-Show-Kanal. Dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Zum Glück habe ich nämlich noch Luftpolsterfolie übrig. Okay, jetzt mal ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass man sowas Cooles aus Luftpolsterfolie machen kann, oder? Stimmt, aber man kann nicht nur damit basteln, sondern auch damit spielen. Jonas, ich habe einen Wettkampf für uns, die Luftpolster-Olympiade. Bereit? Das klingt voll gut. Moment, was gibt es zu gewinnen, beziehungsweise um was spielen wir? Wir spielen um diese leckere Süßigkeitendose. Süßigkeiten. Ist doch egal, Hauptsache Süßigkeiten. Stimmt, aber nur, wenn man 3 Runden überstanden hat und als Gewinner hervorgeht. Also ich würde eher sagen, die Box bleibt bei mir. Nee. Okay, wir legen jetzt los, ja? Okay, go. Und also, Süßigkeiten, wohin geht ihr? So, Jonas, für Runde 1 habe ich uns 2 Stücke Luftpolsterfolie vorbereitet. Okay. Innerhalb von 10 Sekunden muss jeder so viele Luftpolster wie möglich platzen lassen. Verstanden? Okay. Klingt einfach, hallo? Okay, lass uns keine Zeit verlieren. Okay. Und los geht's. 33. Ich glaube, ich war auf 28. Was? Wie viel? 32, glaube ich. Ja, gut, du hast gewonnen. Gut, das war auch mein Spiel, aber ich konnte ja nicht wissen, dass du so lahm bist. Okay, gut, dann machen wir jetzt einfach Runde 2. Die Süßigkeiten werden mir gehören. Ich glaube nicht. Okay, eben hast du gewonnen, jetzt bin ich auf jeden Fall dran. Aber was spielen wir eigentlich? Also, wir müssen über diese Bahn drüber gehen, aber vorsichtig, Jonas. Denn bei dem, wo es am meisten ploppt, der hat verloren, der andere natürlich gewonnen. Okay, ein Schritt nach dem anderen? Ein Schritt nach dem anderen, weil es wäre ja fies, wenn jemand so einen Riesenschritt macht. Okay, dann leg mal los, bitte. Ich zeig dir jetzt mal, wie das funktioniert. Lass es ploppen. So. Oh, das ploppt aber richtig. Ja, also das Ploppen kennt aber auch. Okay, ich versuche einfach ganz vorsichtig. Das Spiel geht doch so, dass man wenig ploppen soll. Guck mal, ich kann schon viel besser jetzt.
Na gut. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber es klang sehr, also auf der Plop-Skala warst du sehr weit oben, würde ich behaupten. Naja, dann hast du ja jetzt deine Chance, es besser zu machen. Okay. So, leg mal los. Ja, ich zeig jetzt mal, wie das geht. So. Plop, plop. 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 Ah. Das hat dir viele Plopper gekostet. Und fertig. Na gut, aber du musst schon ein bisschen zugeben, dein letzter Schritt, der war ganz schön groß. Okay, ich gebe zu große Füße. Wollen wir nicht so sein. Die Runde geht an dich. Juhu. Haben wir noch die letzte Runde der Luftpolster-Olympiade. Ja. Und die werde ich gewinnen. Nicht. So, Jonas, bist du bereit für die letzte, alles entscheidende Runde der Luftpolster-Olympiade? Volle Konzentration. Für die letzte Runde haben wir hier ein Stück Luftpolsterfolie und wir müssen beide schätzen, wie viele Luftbläschen da drunter sind. Ah, ganz kurz Zeit zum Scannen. Okay. Fertig. Das war's schon? Ja, das war's. So schnell? Deine Antwort? 110? 100, sag ich. Und ob wir richtig liegen, sehen wir. Wie viel ist es? Wie viel ist es? Nein. Was ist es? Nicht im Ernst. 105 Luftbläschen sind hier drauf. Oh, das heißt, wir beide liegen genau. Also muss ich mir diese Süßigkeiten mit dir teilen. Das ist doch schön. Ich freue mich. Ja, ich fange schon mal an, ja? Ich auch. Okay, warte. Aber ich will das. Ich will das eine haben. Ich will das eine haben. Nein, oh, sobald wir hier noch essen, gibt es jetzt für euch Natalia. Die war ja unterwegs mit Jella Hase. Und da war es ziemlich, ziemlich lustig. Und da wird es auch sehr lecker. Oh, und noch ein Stichwort. Heinzelmänner. Zu essen. Und Heinzelfrauen. Mhm. In dieser Berliner Kinderbackstube bin ich mit Jella Hase verabredet. Sie ist waschechte Berlinerin und zählt zu den beliebtesten Schauspielerinnen Deutschlands. Ihren Mega-Erfolg feierte Jella mit dem Kinofilm Fuck You Goethe in ihrer super lustigen Rolle als Chantal Ackermann. Hier ist eure Shanti. Ich liebe euch, also platanisch. Und jetzt bringst du wieder einen Film in die Kinos, und zwar Die Heinzels Rückkehr der Heinzelmännchen, weshalb wir heute nämlich, tada, auch lustige kleine Heinzelmännchen und Heinzelmädchen dekorieren auf unseren Muffins. Die Helvi. Ist das nicht süß? Bist du denn talentiert in sowas? Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht so. Also ich komm. Backst du gerne? Ja, also mittlerweile backe ich lieber als früher, aber ich bin eher so eine Helvi. Also bei mir geht immer relativ viel schief. Du bist ja diesmal, stehst du gar nicht selbst vor der Kamera. Nein. Ne? Was machst du denn da? Erzähl mal. Also ich spreche Helvi, die kleine Heinzelheldin, die wir gerade schon gesehen haben. Und man kann vielleicht verraten, dass es was mit Backen zu tun haben könnte. Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal rein, wenn du da so richtig in Action bist und vor dem Mikro anfängst, wild zu gestikulieren. Yes. Hups, Rakete, Start, klar. Ich bin Helvi. Ein Heinzelmännchen. Oh, Heinzelmädchen, sieht man doch. Und gemeinsam mit ihren Freunden entdeckt Helvi die Menschenwelt. Dort will sie das Backen lernen. Dabei erleben die Heinzels krasse Abenteuer. Kuchenbäcker-Lehrling Helvi meldet sich zum Dienst, großer Meister. Sag mal, wenn ich jetzt Schauspielerin werden möchte, was würdest du mir als Tipp irgendwie auf den Weg geben? Was soll ich auf jeden Fall beachten? Also ich habe in der Theatergruppe angefangen. Mhm. Ich sollte eigentlich ein Musikinstrument lernen. Das war zu der Zeit nicht so wirklich was für mich. Und dann habe ich in der Theatergruppe angefangen, Theater zu spielen. Also erstmal Erfahrung sammeln. Mhm. Und wenn der Wunsch dann wirklich so beständig bleibt, dann gibt es ganz tolle Kinder- und Jugendagenturen, wo man sich anmelden kann. Erklär doch mal, warum sollte ich denn auf jeden Fall in die Heinzels gehen? Das ist ein Film für die ganze Familie, für die kleinen Kinder, für die großen Kinder, für die mittleren Kinder, für die alten Kinder. Und da macht total Spaß. Und es geht um Themen wie Freundschaft. So, also mein Heinzelmännchen ist fertig. Ich finde ja, es ist echt süß geworden. Was sagst du? Toll. Mit den Augen? Toll. Ganz, ganz süß. Also vor allem die Augen. Die Augen, die Augen. Was ist denn für eine tolle Idee? Ja, ich weiß, ich glaube, es war deine. Also ich bin mir nicht ganz sicher, warte. Wenn ich nicht mit diesem tollen Heinzelmännchen in eure Bande aufgenommen werde, na, dann weiß ich auch nicht. Aber wir sind noch längst nicht fertig. Es gibt noch den zweiten Teil und ich bin mal gespannt, was Sarah und Jonas gleich dazu sagen. Haben die beiden echt gut dekoriert, oder? Ja. Würde man sagen, no, da ist Talent. Das stimmt. Und ich bin gespannt, ob Natalia jetzt wirklich bei den Heinzel-Ehrenmännchen aufgenommen wird. Das meinst du?
Boah, das kann man sich richtig gut vorstellen. Vielleicht solltest du erstmal deinen Mund leer essen. Das kann man sich richtig gut vorstellen. Jedenfalls, während du noch isst, schauen wir mal bei Fips vorbei. Er hat wieder spannende Fakten für uns zusammengesucht. Denn wir wissen alle, Wissen ist Nuss. Wie bitte? Wir wissen alle, Wissen ist Nuss. Stimmt. Jetzt gib mir auch noch eins. Ein fipsiges Hallo, meine Lieben. Heute habe ich mich mit etwas ganz, ganz Seltsamem beschäftigt. Und zwar mit Erwachsenen, also Menschen wie eure Eltern. Hm? Und da habe ich mir angeschaut, was die eigentlich so in ihrer Freizeit machen. Barbie, Fußball spielen, zocken, nee, das machen die alles nicht. Und Nüsse sammeln machen die auch nicht. Unfassbar, oder? Auf Platz 3 steht bei Erwachsenen dafür Essen. Aber am liebsten nicht zu Hause, sondern sich schön bedienen lassen im Restaurant. Also ich fände es ja auch mega, wenn ich meine ganzen Nüsse schon geknackt serviert bekommen würde. Aber nee, keiner knackt Nüsse so perfekt wie ich. Das mache ich lieber selbst. Aber faul bedienen lassen, wenn es um Pizza, manchmal auch Gemüse oder Spaghetti geht, da bin ich doch dabei. Das wird nämlich besonders gerne gegessen. Am liebsten gibt's aber Fleisch auf den Teller. Oh, hoffentlich kein Eichhörnchen. Und jetzt kommt noch ein richtig seltsames Erwachsenenverhalten. Süßes Essen mögen sie am wenigsten. Süßes auf dem letzten Platz? Könnt ihr auch nicht verstehen, oder? Pancakes, Waffeln, Eiscreme. Also ich würde ja auch nur das essen, wenn da eine Nuss obendrauf ist. Aber auch die kommt in der nächsten Lieblingsbeschäftigung mal wieder überhaupt nicht vor. Seltsam, seltsam. Auf Platz Nummer 2, Shopping. Da geht's zwar manchmal auch ums Futtern, aber eben auch um Klamotten und Elektrokram. Mann, oh Mann, ist das im Schnelldurchlauf ein Gewusel in so einem Einkaufszentrum, weil die Erwachsenen eben einfach so gerne da sind. Ja, und am Ende von so einer Shoppingtour, da freuen sich die Erwachsenen, als hätten sie eine Taschengelderhöhung bekommen. Dabei haben sie ja Geld ausgegeben. Ja, wirklich, wirklich seltsam. Aber nun zu unserer Nummer 1. Und die sagt mir zumindest ein wenig zu, weil wir jetzt in der freien Natur sind. Und auf dem ersten Platz die Gartenarbeit. Männer mähen am liebsten den Rasen. Also, wenn der Rasenmäher startet. Und manche sind dabei wirklich sehr genau. Eure Mamas bepflanzen lieber Beete mit Blumen. Und über deren Blüten freuen sich nicht nur sie, sondern auch die Bienen. Ja, und der hier findet es auch gut. Nur fürs Unkrautjäten kann sich keiner begeistern. Also ich würde sagen, verfipst gute Arbeit. Respekt für mich. Aber damit habe ich die Messlatte fürs nächste Mal natürlich schon wieder sehr hoch angesetzt. Aber ach was, auch das kriege ich wieder locker hin. Also macht's gut und bis dann. Tschüss. Wenn ihr auch ein Thema habt, dem Fips mal auf den Grund gehen soll. Ja, oder uns eure Top-Favoriten, wie zum Beispiel die Top 3 Eissorten oder die Top 3 Togo-Serien schicken wollt. Dann schaut bei uns bei togo.de vorbei, da findet ihr ein Kontaktformular und ihr könnt uns schreiben. Und nicht nur das, auf togo.de findet ihr auch alle kompletten Folgen der Togo-Show und zum Beispiel Selbstgemacht-Folgen oder Fips-Folgen. Und nicht zu vergessen Kids Bop. Und die haben wir heute begleitet zu ihrem Musikvideodreh zu dem neuen Lied Belladonna. Hey Belladonna, du bist für mich wie Sommer. Singst du für mich? Ja, fast so gut wie Kids Bop. Fast. Hallo, ich bin's Kimi. Wir drehen hier gerade ein Musikvideo. Wollt ihr vielleicht reinkommen und ich zeige euch ein bisschen was? Also hier ist die ganze Location, das Studio. Hier vorne sitzen die Eltern. Da hinten mit dem Monitor, mit dem großen Monitor, da sitzen alle Kids. Hier wird gedreht, da stehen wir dann und tanzen. Kommt. Say hello to the camera. Hi. Ja, hier ist die Kamera, mit der wir alles filmen. Also, mit der wir die ganzen Musikvideos drehen und so.
Am Anfang war es noch was ganz Besonderes, da war ich richtig nervös. Aber inzwischen geht es und man ist nicht mehr so nervös. Es ist trotzdem noch richtig cool so, wenn dann eine Kamera da rumläuft und man weiß, man wird gefilmt und dann, also es macht sehr viel Spaß. Blaue Lagune, ein weißer Strand. Wir haben uns beide nicht gekannt. Doch es war mehr als nur ein Tanz. Hey Bella Donna, du bist für mich wie Sommer. Dein Lächeln ist wie Zauber, so magisch und so traumhaft. Hey Bella Donna. Sag mal, was hältst du eigentlich von der Idee, wenn wir Kidspop mal zu uns ins Studio einladen? Sehr gute Idee. Mhm. Aber da müssen wir alle ein bisschen enger hier zusammenrücken. Das kriegen wir schon hin. Ja, ich guck mal, kann ich den, ich schreib den einfach. Versuch's einfach. Und jetzt zurück nach Berlin zu Natalia und Jelle Haase. So kommen wir also zu Stadt, Land, Fluss, aber der Wochenendedition. Das ist ganz einfach, Stadt, Land, Fluss, sagt ihr was? Ja, ja klar. Sehr gut, sehr gut. Du kennst die Spielregeln? Ich kenne die Spielregeln. Die Wochenendedition bedeutet so viel, dass wir einmal anstelle von Stadt, Land, Fluss haben wir eben Tier, Sport und Essen. Du machst im Kopf hier einmal das Alphabet runter. Runde 1. Stopp. G. G? G. Das ist echt schwierig. Okay. Du darfst nicht gucken. Du darfst nicht bei mir gucken. Oh je. Schnell zeigt sich, Jella und ich sind wirklich keine Profis. Also ich fange schon mal an. Uch. Wow, der Anfangsbuchstabe steht bei mir. Jella ist da schon viel schneller. Fertig. Oh nein. So, Sport, Geige spielen? Was ist das denn für ein Sport? Das ist doch kein Sport. Ja, Mitleidspunkte. Das ist wirklich fair, danke. Alles klar. Runde 2. Stopp. Was ist wieder doof? Ha. Ha. Na gut, los geht's. Diese Ausreden, als würde mein Scheitern am Buchstaben liegen. Natürlich nicht. Ich sollte einfach mehr üben. Stopp! Nein, 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 nein! Stopp! Dritte und letzte Runde. Stopp! K. 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 Tja, und in Runde 3 zeigt sich, was dieses Spiel neben Schnelligkeit noch alles testet. Die Rechtschreibung. Irgendwas sieht doch bei dem Wörtchen Kekse komisch aus. Fällt es euch auf? Stopp, stopp. Ja. Okay, gut. Naja, aber das können wir so wirklich nicht stehen lassen. Oder was sagst du dazu, Jella? Seid immer fleißig in der Schule, weil Rechtschreibung ist wichtig. Kommen wir also besser 20, zum Ergebnis. 30, 40, 60, 65, 70. Okay. Was ist das? Ja, du gehst als ganz, ganz, ganz klarer Sieger offensichtlich hervor. Ich muss noch ein bisschen üben. Aber ihr könnt es natürlich zu Hause auch einmal nachspielen. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und es geht irgendwie extrem gut am Wochenende. Und es geht nicht um Verlieren und um Gewinnen. Wir sind alles Gewinner. Wir sind Freunde. Haben wir hingekriegt. Oh, Kino hätte ich auch wieder richtig Lust drauf. Und die Heinzels könnte ich mir auch gerne anschauen. Okay, dann gehen wir doch ins Kino. Okay. Ja, und ich lade dich sogar ein. Oh, mit Popcorn? Ja, klar. Und Getränk? Ja. Und Nachos hätte ich gerne noch mit Käse und Chili oder Salsa. Was kann man da noch drauf machen? Ja, klar. Und alles am besten noch in riesig? Oh ja. Jonas, du bist echt der Beste. Echt jetzt? Es ist wieder Zeit für einige Ideen, mit denen der Winter direkt mehr Spaß macht. Also schnell rein in die Trickkiste. Rutschige Socken im Winter? Kein Problem. Mit Trick 1 machst du deine Socken rutschfest. Schnapp dir einfach eine Heißklebepistole. Aber Vorsicht, verbrenn dich nicht. Lege ein bisschen Papier oder Zeitung in deine Socke. Jetzt machst du auf die Unterseite deiner Socke einfach kleine Klebepunkte mit dem Heißkleber. Kurz trocknen lassen und fertig. Dank der Klebepunkte hat Ausrutschen keine Chance. Trickstufe 3. Auch für Trick 2 brauchst du eine Socke, eine besonders lange. Die hilft dir aber nicht bei kalten Füßen, sondern Händen. Fülle die Socke zur Hälfte mit Reis, mach einen Knoten in die Socke und ab damit in die Mikrowelle. 2 bis 3 Minuten sollten reichen. Schnell und super warm, hier für Trickstufe 1. Trick Nummer 3 schützt deine Schuhe vor Regen und Pfützen. Hol dir ein paar Schuhe, achte darauf, dass es kein Leder ist und reibe sie mit einer weißen Kerze, also farblosem Wachs, ein. Aber Vorsicht, reibst du zu viel Wachs auf deine Schuhe, dann bleibt eine weiße Schicht auf der Oberfläche. Das ist nicht so schön. Fertig mit dem Einreiben?
Dann schnapp dir einen Föhn und erwärme das Wachs, sodass es schmilzt. Wie immer, sei vorsichtig, denn der Föhn kann ganz schön heiß werden. Nun heißt es abwarten und wenige Minuten an der kalten Luft trocknen lassen. Für den Albtraum jeder Pfütze gibt es Trickstufe 4. Viel Spaß beim Nachmachen! Das war's mit der Togo-Show für heute. Ihr könnt euch aber alle Folgen der Togo-Show auf togo.de und in der Togo-Video-App angucken.